RBB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller besuchte die Gerhard Rösch Gruppe in Tübingen, die zusammen mit den Stadtwerken Tübingen industrielle Abwärme in städtische Fernwärmenetz einspeist. Ein innovatives Wärmeprojekt, wie der Minister während seines Besuches betonte. Der Minister überreichte dem Geschäftsführer der Rösch-Gruppe, Arndt Gerrit Rösch, eine Plakette, die das Unternehmen als ein gelungenes Beispiel für die Energiewende auszeichnet. Bei strömendem Regen montierten Arndt Gerrit Rösch und der baden-württembergische Umweltminister Untersteller eine Plakette an die neue Fernwärmeanlage. In seiner Rede unterstrich der Minister, dass solche Projekte wie hier in Tübingen mithelfen, die fossile Energieerzeugung durch umweltfreundlichere Methoden zu ersetzen. Naja, es ist ein Vorzeigeprojekt. Warum? Normalerweise würde jetzt hier die Abwärme, die anfällt bei der Firma Rösch, würde ungenutzt in die Umwelt abgegeben werden. Und man hat jetzt hier eine Lösung gefunden, dass sie genutzt wird, dass sie in das Fernwärmenetz der Tübinger Stadtwerke eingespeist werden kann. Und solche Beispiele gäbe es theoretisch viele in Baden-Württemberg, weil wir haben Gott sei Dank einen Mittelstand, der über das ganze Land verteilt ist. Bei einem Rundgang über das Firmengelände zeigte Rösch den anwesenden Gästen den Weg von der Entstehung der Wärme bis ins Fernwärmenetz. Im Zuge der energieaufwendigen Textilproduktionsprozesse entsteht nämlich eine Unmenge Wärme. Durch die Einspeisung ins Fernwärmenetz schaffen die Rösch-Gruppe und die Stadtwerke Tübingen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, so die einhellige Meinung aller Beteiligten. Beide Partner arbeiten seit vielen Jahren zusammen, so war die Überraschung für ein solches Projekt nicht allzu groß. Ja, wir waren gar nicht überrascht, weil wir seit vielen Jahren sehr partnerschaftlich verbunden sind mit der Rösch-Gruppe und einen sehr intensiven Austausch pflegen. Und insofern hat es uns nicht überrascht, aber doch sehr gefreut, dass es hier ein Abwärmepotenzial gibt an industrieller Wärme, das wir für unsere Fernwärmeversorgung nutzen können und das wir sozusagen umweltfreundlich einsetzen können. Mit der demnächst startenden Wärmeeinspeisung kann das Fernwärmenetz ausgebaut und somit bis zu 5.900 Megawattstunden pro Jahr erzeugt werden. Zum Vergleich, um diese Menge zu erzeugen, müssen etwa 700.000 Liter Heizöl verbrannt werden. Aber der Klimagedanke stand nicht an erster Stelle zur Initiierung dieses Projekts. Wir hatten als Auflage bekommen, um eine neue Anlage zu bauen, eine Produktionsanlage zu bauen, dass wir diese regenerativ-thermische Oxidationsanlage bauen müssen. Das war eine Auflage vom Regierungspräsidium, abgeleitetes deutsches Recht. Und da haben wir eben gesehen, dass wir sehr viel zusätzliche Wärme aufwenden müssen, um die Abluft eben zu verbrennen. Und dann ganz viel Abwärme entsteht, die wir eigentlich über einen 30 Meter hohen Kamin dann letztendlich in die Atmosphäre abgegeben haben. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine Riesenverschwendung, eine zusätzliche Verschwendung, weil wir zusätzliches CO2 verschwenden quasi oder aufwenden und eben auch Energie verbrauchen. Und dann kam eben die Idee, wie könnten wir diese Energie letztendlich irgendwo nutzbar machen. Jetzt warten alle Projektteilnehmer noch die TÜV-Abnahme ab. Und dann kommt die Universitätsstadt seinem Ziel, ein klimaneutrales Tübingen bis 2030 näher. Der Landtag hat 2018 entschieden, die Stadt Reutlingen nicht zum Stadtkreis zu machen. Die Stadtverwaltung hatte in der Folge Verfassungsbeschwerde eingelegt. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof beschlossen, dass die Entscheidung des Landtages nicht überprüft werden müsse. Die Abgeordneten hatten seinerzeit nicht genügend, Zitat, Gründe des öffentlichen Wohls gefunden, die eine Auskreisung und die damit verbundenen Gebietsänderungen rechtfertigen würden. Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung zeigten sich enttäuscht bezüglich der Entscheidung. Oberbürgermeister Thomas Keck und seine Kollegen betonten, dass sie trotzdem nicht aufgeben würden. Wir wollen ja nichts anderes als gleich behandelt werden wie andere Städte in unserer Größenordnung in Baden-Württemberg. Das sehen wir immer noch als unser gutes Recht an. Und wir werden es nicht hinnehmen, dass uns eine Landtagsmehrheit wie auch immer als Spielball betrachtet. Denn so könnte man es ja auch formulieren. Im nächsten Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Keck wollte sich noch nicht festlegen, erklärte aber, dass es sehr gut möglich sei, dass die Stadtverwaltung erneut einen Antrag auf Stadtkreisbildung stelle. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.